mal Band. On firing point G, representing the United States of America, Yvonne Rowe. Welcome to firing point F, representing Poland, Tomasz Parsnik. On firing point E, representing Croatia, welcome Andrija Mikuljan. On D, from Australia, Czech Rossiter. On firing point C, representing Hungary, Soma Hamel. On firing point B, representing Italy, Michele Bernardi. And on firing point A, representing Austria, Thomas Mattis. Regelwerk, Sie können jetzt hin, können ein bisschen was machen, aber die Schnur bleibt drin, bis ich sage, das sind die zwei Minuten vom Lauf her. Sie können zu den Stand gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade noch in unserem Sportstudio. Jetzt bin ich hier in der Kommentatorenkabine angelangt, in der H&N-Finalhalle auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück. Ralf Horneber hat die Athleten gerade an die Schießlinie geordert. Der weitere Ablauf, der Jan ist mit Sicherheit heute Morgen schon auf den Ablauf eingegangen, wird ähnlich dem des Finals mit der Pistole sein. Es wird so sein, dass wir jetzt 5 Minuten sehen, wie die Schützen sich auf den Stand einschießen. Das sogenannte Probeschießen wird absolviert. Nach diesen 5 Minuten wird der Ton aus der Halle übernommen und wir werden die Vorstellung der Schützen aus der Halle hören. Zuständig dafür der Hallenmoderator für Gewehr, Ralf Horneber, der übrigens ehemaliger Sportdirektor hier des Bayerischen Sportschützenbundes ist. Den Job hat Jan-Erik Epple übernommen und steht uns jetzt als Pistolenkommentator in diesen Finals zur Verfügung. Wir haben eben im Sportstudio schon einiges angesprochen, was hier die ganzen Tage passiert, was für den Wettkampf wichtig ist, was gemacht werden muss seitens der Schützen, um hier am Finale teilnehmen zu dürfen. Was aber auch gemacht werden muss im Vorlauf, um überhaupt am Schießen hier, am Vorkampf teilzunehmen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Und wir sehen eben hier bei Mert Nalbandh die Schießbekleidung, die so immens wichtig ist für die Luftgewehrschützen und natürlich auch für alle anderen Schützen, die in den Gewehrdisziplinen unterwegs sind. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Das, was wir unten an der Jacke sehen, diese weiße Markierung, nenne ich es mal, dieses Wapperl, das deutet oder zeigt uns, dass die Jacke überprüft wurde. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess, denn hier wird die Steifigkeit gemessen. Es wird gemessen, wie weit die Jacke im Bauchbereich, im Brustbereich überlappt und wie weit sie vom Bauch, vom Körper absteht. Das heißt, alles sehr kompliziert und auch schwierig zu erklären. Das Wichtigste bei diesen Anzügen ist allerdings die Steifigkeit, die immer wieder bei den Kontrollen dazu führt, dass einzelne Schützen durchgefallen
dass einige Schützen durchfallen und somit disqualifiziert werden. Die Steifigkeit, die darf einen gewissen Wert nicht überschreiten und es wird relativ einfach gemessen. Da wird ein Gewicht auf eine bestimmte Stelle oder auf mehrere bestimmte Stellen herabgelassen und es wird gemessen, wie weit dieses Material in einem Kreis von, ich glaube, 5 cm dann eben durchgeht, durchbiegt, sich durchbiegt. Das heißt, mit diesem bestimmten Gewicht muss ein Wert von 3 mm erreicht werden. Dieser Wert muss erreicht werden. Wenn er nicht erreicht wird, dann hat der Schütze die Möglichkeit, die Jacke, die Hose oder was es auch immer betrifft, zu bearbeiten. Und dann wird an gleicher Stelle nochmal gemessen. Wenn es diesen Wert dann nicht erreicht, diesen Durchbiegewert, sage ich mal, dann ist diese Jacke eben nicht startberechtigt und somit auch der Schütze nicht. Im Laufe der letzten Jahre hat sich, wie gesagt, einiges getan. Einige Hersteller haben hochwertiges Material auf den Markt gebracht, das eben, und das ist leider der Nachteil, etwas temperaturabhängig ist. Das heißt, schwitze ich etwas mehr, bringe ich mehr Körperwärme auf die Jacke und auf die Hose, dann biegt sich das Material etwas mehr durch. Und stellen Sie sich vor, es ist jetzt noch gerade Winter, dann die Jacke und Hose liegt im Auto. Ich hole das direkt auf den Stand und möchte damit schießen. Das geht eigentlich gar nicht. Ich muss eine gewisse Wärme in diesen Anzug hineinbringen. Erst dann ist es sozusagen schießbar. Wir sind jetzt kurz vor Ende des Probeschießens und somit geben wir dann auch gleich zur Vorstellung der Schützen in die Halle. Da hat der Ralf Hornheber auch den ersten Schützen schon vorgestellt. Champion Mix Prone, Weltmeister Mix liegend war bereits, heute mit 6:32:1 zweitbeste Ergebnis im Vorkampf. Welcome from the United States of America, Ivan Rowan G. Auf G. Der Schütze auf F, der war Achter bei den Olympischen Spielen und bereits Weltmeister 3x40. The shooter on F was 8th in Olympic Games with the air rifle and he was the world champion 3x40 in 2018. He's ranked number 65 in the world. We say welcome, herzlich willkommen, Tomasz Partnik, Poland on F. The shooter on E, he shot the very best in this qualification round today, 6:32.3. He was a World Cup winner in Baku 2022. Weltcup-Sieger 2022 und heute die Bestleistung mit 6:32.3. Welcome to Andrei Mikulian, Croatia on E. Aus Australien auf D, der vierfache Ozeanspielegewinner. Four times Ocean Champion, Ocean Games Champion was the shooter on D. His name is Jack Rossiter and he is representing Australia. Welcome, Jack. A young shooter, 22 years. He was the world champion prone with the juniors. Union Weltmeister liegend, sehr jung, 22 Jahre. Representing Hungary on C, Soma Hammel. Noch jünger ist der Schütze auf B, 21 Jahre, er hat den Union World Cup in Seoul gewonnen. A winner of the Juniors World Cup in Seoul is on B, he's 21 years old, he's the youngest in the field. Welcome, representing Italy, Michele Bernardi on B, auf B. And last but not least, with 6:92, that was the minimum score you had to shoot to make this final. The bronze medalist, prone, of the World Championships, bereits Bronzemedaille liegend gewonnen. Heute mit 6:29 war er auf Platz 8. Das war nötig, um hier zu schießen. We say welcome, Thomas Mattis, Austria on A. So.
So viel zur Vorstellung der einzelnen Schützen. Im Laufe des Finals kann ich Ihnen den ein oder anderen Erfolg der Schützen noch präsentieren. Und im Laufe der kommenden Woche bzw. dieser Woche bis zum Sonntag werden wir noch genügend Möglichkeiten haben, über die Anzüge, über die Jacke und über die Hose zu sprechen. Auch bei den Schuhen gibt es natürlich Vorschriften. Auch die Höhe des Stativs ist beschränkt. Hier tatsächlich ein komplettes Regelwerk, was einzuhalten ist. Und so wie es eben gerade im Sportstudio auch das Thema war, die Kisten, die wir jetzt dort sehen, die dürfen nur auf einer Linie von 10 cm von der Schießlinie entfernt sein. Das macht bei Gewehr gar nicht so viel aus, weil jeder Schütze eben hier ein Stativ zur Verfügung hat für die Ablage des Gewehrs. Da steht lediglich der Monitor auf den Kisten. Bei Pistole ist das natürlich schon eine ganz andere Geschichte, denn da ist natürlich eine kleine Schützin, die weit nach vorne langen muss, um die Pistole auf diesen Kisten abzulegen, eher im Nachteil. Deswegen war auch vorhin von Herrn Miketz, Damir Miketz, die Frage nach der Regelung, beziehungsweise er hat die Regelung ins Spiel gebracht, eben auf die Entfernung von 10 cm die Kisten zu stellen. Wir widmen uns jetzt dem Finale. Ich erwähnte es eingangs, dass das Finale genauso abläuft wie auch das mit der Luftpistole. Heißt, wir werden zwei Serien A5 Schuss sehen. Zwei Serien A5 Schuss in 4 Minuten und 10 Sekunden. Das ist ausreichend. Wir werden auch sehen, dass manche Schützen, wir sehen es jetzt hier zum Beispiel bei Mert Nalbandh und Ivanhoe auch, die eben das Gewehr zwischen den einzelnen Schüssen gar nicht mehr ablegen, sondern im Anschlag laden und somit natürlich auch Zeit sparen und auch Kraft und Weg. Denn hier kommt es darauf an, immer den gleichen Anschlag zu schießen, immer die gleiche Position für das Gewehr zu haben. Und der Weg zum Gewehr, der dreht eben das Gewehr aus der Schulter heraus, der Weg zum Stativ, der dreht das Gewehr aus der Schulter heraus und somit ist es nicht mehr die gleiche Position. Und wenn es eben mal nicht passt, so wie bei Mert Nalbandh, der mit 2 Neunern hier die ersten 3 Schüsse bestreitet, dann muss man eben doch reagieren und kann eben diese Serie nicht im Anschlag zu Ende schießen. Jack Rossiter legt das Gewehr auf das Stativ ab zum Laden, hat 3-mal die 10 bereits geschossen. Die Vorkampfergebnisse mit 632,3, das ist international durchaus gut vertreten, das ist also tatsächlich Spitzenniveau, 632,3, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine 105 im Schnitt und darüber. Das heißt, eine 10,5 pro einzelnen Schuss und noch besser. 10 Schuss, 105 und somit kommt man dann eben auf das Gesamtergebnis von 632,3 Ringe. Es ist so im Gewehrschießen die Schallmauer, 630 Ringe, auch darüber Ivanhoe mit 631,1. Knapp verpasst haben es dann die weiteren Schützen mit 629,9, 8, 6, 5, 4 und 629,0. Das heißt 629,0, das Eingangsergebnis für dieses Finale. Damit ist die erste Serie absolviert und wir schauen auf das Ergebnistableau. Jack Rossiter kann sich mit 52,8 Ringen in die führende Position bringen. 0,3 Ringe dahinter Thomas Mattes, der Österreicher aus Hohenems. 0,3 Ringe hinter dem Österreicher, dann der Ungar Soma Hamal.
Und mit 51,9 Ringen der Italiener Michele Bernardi auf dem vierten Platz. Wir werden eine weitere Serie sehen, bevor es dann eben nach jedem zweiten Einzelschuss zu den ersten Entscheidungen kommt. Auf Position 7 momentan Gleichstand zwischen Tomasz Bartnik, der Pole, und Mert Nalbandh, dem Türken, mit 50,3 Ringen. Mert Nalbandh, Siebplatzierter, also nach der ersten Serie zusammen mit Tomasz Bartnik. Und ich sehe hier auf meinem dritten Monitor, auf meinem dritten Bildschirm, dass Tomasz Bartnik in diese Serie denkbar schlecht startet. Eine 8,9 für ihn als sechsten Schuss, wohingegen alle anderen Schützen mit dem sechsten Schuss eine 10 hier aufs Parkett zaubern. Mert Nalbandh ebenfalls eine 10,3. Damit kann er sich eine gehörige Differenz erarbeiten zwischen sich und dem jetzt achtplatzierten Tomasz Bartnik, der jetzt aber gehörig aufholen muss, um nicht nach dem zweiten Einzelschuss schon aus dem Rennen genommen zu werden. 10,5 jetzt der zweite Schuss von Tomasz Bartnik und 10,3 der dritte. Er muss aufholen, will er hier noch im Geschehen um die Medaillen eingreifen können. Jack Rossiter weiterhin in Führung. Auch eine ganz interessante Persönlichkeit, der mittlerweile von Peter Kurka trainiert wird. 26 Jahre ist Jack Rossiter alt. Er hat hier die Führung übernommen. Hier sehen wir in dem Bild eine solide Serie. Der achte Schuss, eine 10,7. Er war bereits erfolgreich bei den Oceanic Championships. Viermal Gold hat er gewonnen, 2013, 15 und auch 19. Sowohl mit dem Luftgewehr, aber auch mit den KK-Disziplinen kann er Medaillen gewinnen. Eine stand bei den Oceanic Games da zu Buche. Er hat ebenfalls schon an den Olympischen Spielen teilgenommen. 26 Jahre ist er alt, sieht gar nicht so alt aus, und auch zweimal war er schon bei den Olympischen Spielen, 2016 und 2021 in Tokio ging er an den Start. Beim Weltcup 2022 in Baku hat er zudem die Silbermedaille erringen können mit dem Luftgewehr. Heute hier in führender Position nach 9 Schüssen. Ganz knapp vor Thomas Matthes, dem Österreicher, der jetzt auf Position 2 lauert. Da haben wir Thomas Matthes im Bild, der seine zweite Serie bereits abgeschlossen hat. 33 Jahre ist er alt. Und wie unser Hallenmoderator schon gesagt hat, er hat den dritten Platz mit dem KK-Gewehr bei den Weltmeisterschaften 2018 erreichen können, in der Disziplin liegend. Luftpistole der Männer. On firing point H, representing Turkey, welcome Mert Nalbandh. On firing point G, representing the United States of America, Ivan Rowe. Welcome to firing point F, representing Poland, Tomasz Bartnik. On firing point E, representing Croatia, welcome Andrija Mikuljan. On D, from Australia, Jack Rossiter.
On firing point C, representing Hungary, Soma Hamel. On firing point B, representing Italy, Michele Bernardi. And on firing point A, representing Austria, Thomas Mattis. Das Problem ist Regelwerk, Sie können jetzt hin, können ein bisschen was machen, aber schon bleibt drin, bis ich sage, das sind die 2 Minuten vom Lauf her. Können Sie den Stand geben? Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade noch in unserem Sportstudio. Jetzt bin ich hier in der Kommentatorenkabine angelangt, in der H&N-Finalhalle auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück. Ralf Horneber hat die Athleten gerade an die Schießlinie geordert. Der weitere Ablauf, der Jan ist mit Sicherheit heute Morgen schon auf den Ablauf eingegangen, wird ähnlich dem des Finals mit der Pistole sein. Es wird so sein, dass wir jetzt 5 Minuten sehen, wie die Schützen sich auf den Stand einschießen. Das sogenannte Probeschießen wird absolviert. Nach diesen 5 Minuten wird der Ton aus der Halle übernommen und wir werden die Vorstellung der Schützen aus der Halle hören. Zuständig dafür der Hallenmoderator für Gewehr, Ralf Horneber, der übrigens ehemaliger Sportdirektor hier des Bayerischen Sportschützenbundes ist. Den Job hat Jan-Erik Epple übernommen und steht uns jetzt als Pistolenkommentator in diesen Finals zur Verfügung. Wir haben eben im Sportstudio schon einiges angesprochen, was hier die ganzen Tage passiert, was für den Wettkampf wichtig ist, was gemacht werden muss seitens der Schützen, um hier am Finale teilnehmen zu dürfen. Was aber auch gemacht werden muss im Vorlauf, um überhaupt am Schießen hier, am Vorkampf teilzunehmen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Und wir sehen eben hier bei Mert Nalbandt die Schießbekleidung, die so immens wichtig ist für die Luftgewehrschützen und natürlich auch für alle anderen Schützen, die in den Gewehrdisziplinen unterwegs sind. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Das, was wir unten an der Jacke sehen, diese weiße Markierung, nenne ich es mal, dieses Wapperl, das deutet oder zeigt uns, dass die Jacke überprüft wurde. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess, denn hier wird die Steifigkeit gemessen. Es wird gemessen, wie weit die Jacke im Bauchbereich, im Brustbereich überlappt und wie weit sie vom Bauch, vom Körper absteht. Das heißt, alles sehr kompliziert und auch schwierig zu erklären. Das Wichtigste bei diesen Anzügen ist allerdings die Steifigkeit, die immer wieder bei den Kontrollen dazu führt, dass einzelne Schützen durchgefallen sind. Dass einige Schützen durchfallen und somit disqualifiziert werden. Die Steifigkeit, die darf einen gewissen Wert nicht überschreiten und es wird relativ einfach gemessen. Da wird ein Gewicht auf eine bestimmte Stelle oder auf mehrere bestimmte Stellen herabgelassen und es wird gemessen, wie weit dieses Material in einem Kreis von, ich glaube, 5 Zentimetern dann eben durchgeht, durchbiegt. Sich durchbiegt. Das heißt, mit diesem bestimmten Gewicht muss ein Wert von 3 mm erreicht werden.
dieser Wert muss erreicht werden. Wenn er nicht erreicht wird, dann hat der Schütze die Möglichkeit, die Jacke, die Hose oder was es auch immer betrifft, zu bearbeiten. Und dann wird an gleicher Stelle nochmal gemessen. Wenn es diesen Wert dann nicht erreicht, diesen Durchbiegewert, sag ich mal, dann ist diese Jacke eben nicht startberechtigt und somit auch der Schütze nicht. Im Laufe der letzten Jahre hat sich, wie gesagt, einiges getan. Einige Hersteller haben hochwertiges Material auf den Markt gebracht, das eben, und das ist leider der Nachteil, etwas temperaturabhängig ist. Das heißt, schwitze ich etwas mehr, bringe ich mehr Körperwärme auf die Jacke und auf die Hose, dann biegt sich das Material etwas mehr durch. Und stellen Sie sich vor, es ist jetzt noch gerade Winter, dann die Jacke und Hose liegt im Auto. Ich hole das direkt auf den Stand und möchte damit schießen. Das geht eigentlich gar nicht. Ich muss eine gewisse Wärme in diesen Anzug hineinbringen. Erst dann ist es sozusagen schießbar. Wir sind jetzt kurz vor Ende des Probeschießens und somit gehen wir dann auch gleich zur Vorstellung der Schützen in die Halle. Da hat der Ralf Hornheber auch den ersten Schützen schon vorgestellt. Champion Mix Prone, Weltmeister Mix liegend war bereits, heute mit 6:32:1, zweitbeste Ergebnis im Vorkampf. Welcome from the United States of America, Ivan Rowan G. Auf G. Der Schütze auf F, der war Achter bei den Olympischen Spielen und bereits Weltmeister 3x40. The shooter on F was 8th in Olympic Games with the air rifle and he was the world champion 3x40 in 2018. He's ranked number 65 in the world. We say welcome, herzlich willkommen, Tomasz Pacznik, Poland on F. The shooter on E, he shot the very best in this qualification round today, 6:32.3. He was a World Cup winner in Baku 2022. Weltcup-Sieger 2022 und heute die Bestleistung mit 6:32.3. Welcome to Andrei Mikulian, Croatia on E. Aus Australien auf D, der vierfache Ozeanspielegewinner. Four times Ocean Champion, Ocean Games Champion was the shooter on D. His name is Jack Rossiter and he is representing Australia. Welcome, Jack. A young shooter, 22 years. He was the world champion prone with the juniors. Union Weltmeister liegen, sehr jung, 22 Jahre. Representing Hungary on C, Soma Hammel. Noch jünger ist der Schütze auf B, 21 Jahre, er hat den Union Weltcup in Seoul gewonnen. A winner of the Juniors World Cup in Seoul is on B, he's 21 years old, he's the youngest in the field. Welcome, representing Italy, Michele Bernardi on B, auf B. And last but not least, with 6:92, that was the minimum score you had to shoot to make this final. The bronze medalist, prone, of the World Championships, bereits Bronzemedaille liegend gewonnen. Heute mit 6:29 war er auf Platz 8, das war nötig, um hier zu schießen. We say welcome Thomas Matthes, Austria on A. So viel zur Vorstellung der einzelnen position. Schützen. Im Laufe des Finals kann ich Ihnen den einen oder anderen Erfolg der Schützen noch präsentieren. Und im Laufe der kommenden Woche, beziehungsweise dieser Woche bis zum Sonntag, werden wir noch genügend Möglichkeiten haben, über die Anzüge, über die Jacke und über die Hose zu sprechen. Auch bei den Schuhen gibt es natürlich Vorschriften. Auch die Höhe des Stativs ist beschränkt. Hier tatsächlich ein komplettes Regelwerk, was einzuhalten ist. Und so wie es eben gerade im Sportstudio auch das Thema war, die Kisten, die wir jetzt dort sehen,
die dürfen nur auf einer Linie von 10 cm von der Schießlinie entfernt sein. Das macht bei Gewehr gar nicht so viel aus, weil jeder Schütze eben hier ein Stativ zur Verfügung hat für die Ablage des Gewehrs. Da steht lediglich der Monitor auf den Kisten. Bei Pistole ist das natürlich schon eine ganz andere Geschichte, denn da ist natürlich eine kleine Schützin, die weit nach vorne langen muss, um die Pistole auf diesen Kisten abzulegen, eher im Nachteil. Deswegen war auch vorhin von Herrn Miketz, Damir Miketz, die Frage nach der Regelung, beziehungsweise er hat die Regelung ins Spiel gebracht, eben auf die Entfernung von 10 cm die Kisten zu stellen. Wir widmen uns jetzt dem Finale. Ich erwähnte es eingangs, dass das Finale genauso abläuft wie auch das mit der Luftpistole. Heißt, wir werden zwei Serien A5 Schuss sehen. Zwei Serien A5 Schuss in 4 Minuten und 10 Sekunden. Das ist ausreichend. Wir werden auch sehen, dass manche Schützen, wir sehen es jetzt hier zum Beispiel bei Mert Nalbandt und Ivanhoe auch, die eben das Gewehr zwischen den einzelnen Schüssen gar nicht mehr ablegen, sondern im Anschlag laden und somit natürlich auch Zeit sparen und auch Kraft und Weg. Denn hier kommt es darauf an, immer den gleichen Anschlag zu schießen, immer die gleiche Position für das Gewehr zu haben. Und der Weg zum Gewehr, der dreht eben das Gewehr aus der Schulter heraus, der Weg zum Stativ, der dreht das Gewehr aus der Schulter heraus und somit ist es nicht mehr die gleiche Position. Und wenn es eben mal nicht passt, so wie bei Mert Nalbandt, der mit 2 Neunern hier die ersten 3 Schüsse bestreitet, dann muss man eben doch reagieren und kann eben diese Serie nicht im Anschlag zu Ende schießen. Jack Rossiter legt das Gewehr auf das Stativ ab zum Laden, hat 3-mal die 10 bereits geschossen. Die Vorkampfergebnisse mit 632,3, das ist international durchaus gut vertreten, das ist also tatsächlich Spitzenniveau, 632,3, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine 105 im Schnitt und darüber. Das heißt, eine 10,5 pro einzelnen Schuss und noch besser, 10 Schuss, 105. Und somit kommt man dann eben auf das Gesamtergebnis von 632,3 Ringe. Das ist so im Gewehrschießen die Schallmauer, 630 Ringe. Auch darüber Ivanhoe mit 631,1. Knapp verpasst haben es dann die weiteren Schützen mit 629,9, 8, 6, 5, 4 und 629,0. Das heißt 629,0, das Eingangsergebnis für dieses Finale. Damit ist die erste Serie absolviert und wir schauen auf das Ergebnistableau. Jack Rossiter kann sich mit 52,8 Ringen in die führende Position bringen. 0,3 Ringe dahinter Thomas Mattes, der Österreicher aus Hohenems. 0,3 Ringe hinter dem Österreicher, dann der Ungar Soma Hamal. Und mit 51,9 Ringen der Italiener Michele Bernardi auf dem 4. Platz. Wir werden eine weitere Serie sehen, bevor es dann eben nach jedem zweiten Einzelschuss zu den ersten Entscheidungen kommt. Auf Position 7 momentan Gleichstand zwischen Tomasz Bartnik, der Pole, und Mert Nalbandt, dem Türken, mit 50,3 Ringen. Mert Nalbandt, Siebtplatzierter, also nach der ersten Serie zusammen mit Tomasz Bartnik.
Bartnik. Und ich sehe hier auf meinem dritten Monitor, auf meinem dritten Bildschirm, dass Thomas Bartnik in diese Serie denkbar schlecht startet. Eine 8,9 für ihn als sechsten Schuss, wohingegen alle anderen Schützen mit dem sechsten Schuss eine 10 hier aufs Parkett zaubern. Mert Nalbandh ebenfalls eine 10,3. Damit kann er sich eine gehörige Differenz erarbeiten zwischen sich und dem jetzt achtplatzierten Thomas Bartnik, der jetzt aber gehörig aufholen muss, um nicht nach dem zweiten Einzelschuss schon aus dem Rennen genommen zu werden. 10,5 jetzt der zweite Schuss von Thomas Bartnik und 10,3 der dritte. Er muss aufholen, will er hier noch im Geschehen um die Medaillen eingreifen können. Jack Rossiter weiterhin in Führung. Auch eine ganz interessante Persönlichkeit, der mittlerweile von Peter Kurka trainiert wird. 26 Jahre ist Jack Rossiter alt. Er hat hier die Führung übernommen. Hier sehen wir in dem Bild eine solide Serie. Der achte Schuss, eine 10,7.